Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In dieser Adventszeit debattieren wir mit 7 namentlichen Abstimmungen 7 Einsätze, die wir mit großer Nüchternheit, Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit betrachten sollten. Gerade die Operation Sea Guardian zeigt, dass wir als Parlament handlungsfähig sind und dass wir der Regierung Handlungsfähigkeit geben durch unsere namentlichen Abstimmungen und auch unseren Soldatinnen und Soldaten den Rücken stärken. Wichtig ist aber auch, dass wir nach außen in die Öffentlichkeit ein Zeichen eines handlungsfähigen Parlaments setzen. Das ist uns als CDU-CSU sehr, sehr wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade die Operation Sea Guardian zeigt, was tatkräftiges Engagement einer Regierung und auch eines Parlaments über die Jahre bewirken kann. Fast 15 Jahre war dies eine Operation im Rahmen Artikel 5, also Selbstverteidigung der NATO. Durch deutsche Diplomatie und viel Werbung innerhalb der NATO-Partner ist es gelungen, daraus eine Mission ganz neuer Art zu machen. Entscheidend ist aus meiner Sicht, sind 2 Bereiche. Erstens, dass wir gemeinsam zum Lagebild im Mittelmeer beitragen, denn sowohl im nördlichen Afrika als auch im Nahen Osten sind erhebliche Umbrüche festzustellen, und wir müssen dies auf Seeseite mitgestalten. Zweitens ist diese Mission ganz entscheidend, um Partner aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus dem nördlichen Afrika einzubinden, sie auszubilden, sie an die Sicherheitskultur Europas heranzuführen. Denn nur gemeinsam werden wir die Herausforderungen, die von internationalem Terrorismus und Migration herrühren, bewältigen können. Und deshalb ist die Operation Sea Guardian von uns zu unterstützen. Wir als CDU-CSU möchten hier sehr klar dafür werben. Erlauben Sie mir aber, dass ich 3 Punkte anspreche, die über diese Mission hinausgehen und die die 7 Einsätze in diesen Tagen betrachten. Erstens. Es handelt sich um eine Mission der NATO, die aber eng abgestimmt mit der Europäischen Union sein muss. Hierbei sollten wir sehr stark daran denken, dass wir unsere eigenen sicherheitspolitischen Interessen abstimmen müssen mit dem Vorgehen der Europäischen Union und der NATO. Das führt mich zum 2. Punkt. Spätestens seit der Rede Macrons an der Sorbonne, seit der Rede von Außenminister Gabriel letzte Woche bei der Körperstiftung und durch das tatkräftige Engagement unserer Verteidigungsministerin bei der ständigen strukturierten Zusammenarbeit wird klar, wir haben unterschiedliche Sicherheitskulturen in Europa. Frankreich setzt sehr stark auf die europäische Interventionsinitiative. Und unser deutscher Ansatz geht in den vernetzten Bereich ziviler und militärischer Fähigkeiten, in die Ertüchtigung von Partnern. Wir dürfen das nicht getrennt sehen. Wir sollten das als einen Beitrag zur sicherheitspolitischen Kultur Europas verstehen und uns intensiv darum bemühen, dass das Vorgehen Frankreichs und Deutschlands als 2 Seiten einer Medaille gesehen werden. Und das führt mich zum 3. Punkt. Wenn wir den Anspruch haben, eine Parlamentsarmee in der Bundeswehr zu sehen, dann reicht es aus meiner Sicht nicht, dass wir jährlich die Mandatsdebatten leisten, etwa 16, 2-mal im Jahr, eine Haushaltsdebatte und eine Debatte über den Wehrbeauftragten, sondern wir sollten uns auch Gedanken machen über die Erfolge der Missionen und insbesondere, wie wir diese Einsätze miteinander besser vernetzen können. Denn es geht darum, dass wir knappe Haushaltsmittel und das höchste Gut unserer Soldatinnen und Soldaten sinnvoll einsetzen im Sinne unserer politischen Interessen und einer guten, abgestimmten Sicherheitspolitik. Ich sage das auch als Oberst außer Diensten unserer Streitkräfte und danke unseren Soldatinnen und Soldaten. Aber mir geht es nicht darum, meiner alten Berufsgruppe zu danken, sondern umgekehrt. Ich glaube, unsere Soldatinnen und Soldaten erwarten mehr von uns, nämlich eine Evaluierung der Einsätze, eine Bilanzierung der Einsätze und eine regelmäßige Debatte im Bundestag über unser internationales Engagement. Ich halte es deshalb für so wichtig, damit wir auch unserer Bevölkerung klar machen, es geht nicht vorrangig um Militäreinsätze, sondern es geht darum, wie wir unser außen- und sicherheitspolitisches und entwicklungspolitisches Engagement miteinander vernetzen können. Und Sea Guardian ist ein hervorragendes Beispiel dafür, Lagefeststellung zu verknüpfen, Ausbildung zu verknüpfen und der humanitären Verpflichtung im Mittelmeer nachzukommen. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich uns spannende Debatten heute und morgen
und eine breite Mehrheit, die unseren Soldatinnen und Soldaten den Rücken für die Einsätze stärkt und unsere Regierung verlässlich und handlungsfähig macht. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Nolde, AfD.